ein mieses Blatt. Ich mag schon gar nicht mehr hinschauen. Och, Hugo, jetzt gibst du mir auch noch eine Karte zu wenig. Was? Oh, du, das tut mir leid. Entschuldige, habe ich mich wohl vergeben. Komm, das wird schon das dritte Mal. Na, ich habe gesagt, ja, Entschuldigung. Man steht, dass man langsam eine Runde fällig wäre. Oh, hervorragend. Das war von deinem guten Calvados. Mhm. Dann gib doch einmal eine Runde aus. Mhm. Ein hervorragender Tropfen. 20 Jahre gelagert. Ja. Habt ihr aber Glück, dass ich eine Flasche von meiner Frau versteckt habe. Nicht? Ich will euch ganz ehrlich sagen, Bier und Korn sind mir lieber. Nicht ablenken, Hugo. Rück die Flasche raus, bevor deine Frau kommt. Ja, wenn meine Frau das spitz kriegt, dann raschelt's im Karton. Sag mal, wer ist denn der Herr im Haus, du oder sie? Ich natürlich. Achtung. Guten Abend, Herr. Ja, guten Abend. Guten Abend. Das ist aber nett, dass du uns noch besuchst. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du morgen die Mülltonne auf die Straße bringen musst. Das Personal hat frei. Ja, aber natürlich, Schatz. Du weißt ja, früh aufstehen ist mein Hobby. Ja, was haben wir denn da für ein feines Hundi? Fassen Sie den Hund nicht an. Das war doch nicht so gemeint irgendwie. Ja, ich habe euch ja gesagt. Sie mag das nicht, wenn man ihrem Hund zu nahe kommt. Das konnte ich doch nicht wissen, dass das so schlimm ist. Mhm. Mein Gott, was ihr bloß für Probleme mit euren Frauen habt. Wieso ihr? Hm. Oh, nichts, bloß so. Einfach so gesagt. Übrigens, was hat denn der Mini-Pudel für Halsband umgehabt? Hä? Ja, das hat sie letzte Woche mal angeschleppt. Könnt ihr euch vorstellen, was das Ding gekostet hat? Keine Ahnung, wie viel. 6.500 Mark. Nicht möglich. Das könnte ich gut gebrauchen. Du. Wer könnte das nicht? Prost, Freunde, machen wir nieder. Die Nacht gehört uns. Zum Wohl. Zum Wohl. Ah, Kinder, ist das eine Morgenluft. Hm? Wieso, was soll denn an der Luft besonders sein? Du bist ein Banause. Wahrscheinlich bleibst du es auch. Also besonders arm wohnen die hier nicht, oder? Nee, kann man nicht behaupten. Ja, dem gehört auch das größte Autohaus der Stadt. Angefangen hat er mit der Werkstatt im Hinterhof. Ja. Woher weißt denn du das schon wieder alles? Andersrum gefragt, warum weißt du es eigentlich nicht? Polizei? Grüß Gott, mein Name ist Kettwig. Sie hatten uns hier bestellt, ja? Das ist mein Kollege Fratte. Grüß Gott, Frau. Hier ist es. Ich habe nichts verändert. Aha. Das habe ich nebenan in der Fratmaschine gefunden. Wir haben Ihren Köter. Sein Brillant-Halsband auch. Wenn Sie beides wieder haben wollen, müssen Sie blechen. Genaueres später. Hm. Sagen Sie, wo sind die Herr Gemahl? Bei seinen Autos? Nein, er ist etwas indisponiert. Er ist noch im Bett. Ich habe vergeblich versucht, ihn wach zu bekommen. Mhm. Na, ist ja nicht so schlimm. Ne? Wie meinen Sie das? Na, naja, besoffen ist er heute, oder? Ja, so kann man es auch nennen. Wo ist er denn jetzt? Na, oben. Sie, für solche Fälle habe ich ein Wundermittel. Von meiner Uroma. Da gibt es doch im Frühjahr immer im Keller solche Tiere. Sehr klein, aber immerhin. Das Rezept müssen Sie mir hier lassen, Herr Kommissar. Ich fühle mich wie neu geboren, was ist da alles drin? Ja, Sie, das sage ich Ihnen lieber nicht. Herr Raab, jetzt versuchen Sie sich noch mal an gestern Abend zu erinnern. Ja, gern, aber ich kann Ihnen nur sagen, was so ungefähr bis 12 Uhr los war. Danach war ich nämlich weggetreten. Wie hießen die Herren, mit denen Sie Skat gespielt haben? Der eine heißt Kurt Briegel und der andere Sigi Kugler. Oder Siegfried, genauer gesagt. Und sind die Herren gegangen? Herr Kommissar, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ziemlich viel gewonnen habe, 1700 Flocken. Sagen Sie mal, Herr Raab, besteht die Möglichkeit, dass irgendjemand unbemerkt in Ihr Haus eingedrungen ist? Ganz bestimmt nicht. Das Haus ist sehr gut gesichert. Um also noch mal auf den gestrigen Abend zurückzukommen. Mhm. Was tun die Herren beruflich? Ja, der Briegel, der hat ein Kino. Das ist übrigens ein ganz ruhiger Mensch, nicht? Und der Kugler hat so eine Diskothek. Übrigens, in dem Keller von dem Kino, Hintereingang. Kennen Sie sie schon länger? Noch nicht so sehr lange. Ein Jahr oder so. Wir haben uns mal ganz zufällig auf dem Starkbierfest gefunden. Wissen Sie, so eine Skatrunde, das ist eine reine Zweckgemeinschaft, nicht? Man findet hier unten nicht so schnell Leute, die anständig Skat dreschen können und wollen. Ich habe dich noch immer für diesen Leuten gewarnt. Glaubst du nicht, dass die was mit der Sache zu tun haben? Das glauben Sie doch auch nicht, oder? Schauen wir heute mal. Thank you.
Ist jetzt das der Briegel oder der Kugler? Das ist der Kugler, der Frau vom Briegel. Ah, da schau her. In seine Diskothek. Hintereingang. Ja. Nimmst du den Kugler? Gut. Ja, dann geh ich mal zur Frau Briegel. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Briegel. Ja. Mein Name ist Kettwig, Kriminalpolizei. Polizei? Ja. Habe ich was verbrochen? Nein, das nicht. Ich hätte gern mal Ihren Herrn Gemahl gesprochen. Reine Routinesache. Oh, das wird einigermaßen schwierig werden. Wieso? Na, kommen Sie mal mit. Ja, ich bin um 4 Uhr nach Hause gefahren. Ich habe den Briegel angeboten, ihn mitzunehmen, aber er wollte unbedingt zu Fuß gehen. Er wollte ein bisschen klar im Kopf werden. Ja, er hat einen gescheiten Briller gehabt, wenn Sie wissen, was das ist. Und Sie waren nicht breit. Was? Ich meine, Sie haben noch nicht gehabt, den Briller da. Natürlich nicht, ich habe ein Auto fahren müssen. Sie sind also gleich danach heimgefahren? Ja, ich war um 4 Uhr hier. Haben Sie da Zeugen dafür? Natürlich. Elli! Das ist Frau Elli. Eine Angestellte von mir. Ah ja. Polizei. Elli, du kannst doch bezeugen, dass ich kurz nach 4 Uhr hier war, nicht? Ja. Herr Kugler war ab 4 Uhr hier. Ab 4 Uhr? Ja, das weiß ich ziemlich genau. Aber fragen Sie mich bitte nicht, warum. Ist ja klar. Ist was? Ehrlich, Herr Kommissar, ich weiß absolut nichts mehr. Ich war stockbetrunken. Also, Sie können mir auch nicht sagen, wann Sie nach Hause gekommen sind. Keine Ahnung. Es war so gegen 2. Halten Sie es für möglich, dass Ihnen später noch das eine oder andere einfällt? Schon möglich. Aber im Moment bin ich absolut nicht in der Verfassung. Ja, das scheint mir auch so. Ich kann Ihnen allerdings nicht ersparen, dass ich Sie noch mal besuchen muss, um mich mit Ihnen zu unterhalten, falls es Ihnen wieder besser geht. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich was mit der Sache zu tun habe. Glauben Sie es denn? Hä? Gute Besserung. Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Wiedersehen. Das hättest du nicht mehr möglich. Dieser Briegel, der war voll bis an den Rand. Der braucht doch Tage, bevor er nüchtern wird. Jetzt machen wir zuerst einmal eine gescheite Brotzeit. Wieso, ist doch gleich Mittag? Ja eben, wir müssen uns ja beeilen, dass wir noch Brotzeit kriegen, vor dem Mittag müssen. Das interessiert der Fall wohl überhaupt nicht, oder? Na, nicht besonders. Ich vielleicht. Und wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es Diebstahl unter Freunden. Der hier. Er war im Keller eingesperrt. Warum hast du das nur getan, Kurt? Warum nur? Hä? Wir hätten es doch auch so irgendwie geschafft. Was redest du für Zeug da? Ja, weißt du denn nichts mehr? Was soll ich wissen? Was diese Nacht war? Was soll gewesen sein? Du bist nach Hause gekommen, hast mich geweckt und hast mir erzählt, du hättest beim Spielen gewonnen. Dann hast du mir dieses Halsband gegeben und 1700 Mark. Was hab ich? Du hast mir gesagt, ich soll das Halsband so schnell wie möglich verkaufen und damit unsere Schulden bezahlen. Du hast gesagt, du hättest gewonnen. Du hast gestohlen. Den Hund auch. Das gibt's doch gar nicht. Doch, Kurt. Wem hast du das Zeug verkauft? Ich wollte es diesem Juwelier am Gärtnerplatztheater verkaufen. Der wollte es nicht. Zufällig war ein Kunde da, der sich dafür interessiert hat.
Und der hat's dann auch gekauft. Wer war denn das? Das weiß ich doch nicht. Hab den Mann nie zuvor gesehen. Oh. Weißt du, was bei mir passiert? Diese verfluchte Sauferei. Man muss das Zeug auch verkaufen. Hättest du dir ja denken können, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist ja wohl die Höhe. Erst besäufst du dich, dann beklaust du deinen neureichen Kumpan und jetzt bin ich an allem schuld? Tu mir bloß den einen Gefallen und hör mit dem Geschrei auf. Oh, das könnte dir so gefallen. Was kann ich denn dafür, dass dein verdammtes Kunstkino nicht geht? Zeig doch mal einen Film, den auch jemand sehen will. Du Armleuchter, du. Oh, lass mich in Ruhe. Deine Sprüche kenne ich. Als nächstes kommt doch die Leier von der Karriere, die du meinetwegen geopfert hast. Also der Kugler scheint ein Alibi zu haben. Zumindest für die Zeit nach 4 Uhr. Na Moment, nicht nach 4, nach 2. Der Briegel war schon um 2 zu Hause. Schmarrn, wer sagt denn sowas? Seine Frau sagt das. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Nach der Aussage vom Kugler war der um 4 noch draußen. Ja Moment, das würde ja bedeuten... Das würde bedeuten, dass wir alle nochmal in die Mangel nehmen müssen. Na, gute Nacht. Aber wo fangen wir an? Bei der Frau Briegel am besten. Du, vielleicht hat sie sich ja geirrt. Ach so. Na, das heißt also dann für uns, Vorwärtskameraden, wir müssen zurück. Ja. Gut. Du? Hm? Ja. Leit doch mal. Grüß Gott, Frau Briegel. Entschuldigen Sie, dass wir Sie noch mal stören. Ja? Wir hätten da noch eine Frage. Ja? Sind Sie ganz sicher, dass Ihr Mann nachts um 2 nach Hause gekommen ist? Sie wissen es also. Was wissen? Wir wissen was. Naja, der Kurt, der... Wo ist denn Ihr Mann jetzt? Er ist zum Juwelier Dauner, um das Halsband zurückzukaufen. Und den Hund, den hat er auch dabei, falls Sie den wollen. Ja, wann ist denn Ihr Mann weggefahren? Na eben erst. Komm, nichts wie hin. Ja, genau. Wissen Sie, er kann eigentlich gar nichts dafür. Er... Ja, ist schon gut, Frau Briegel. Danke, Frau Briegel. Ich muss dieses Halsband wieder haben. Verdammt noch mal! Mein Herr, ich bedauere Ihnen, keine andere Auskunft geben zu können als die, dass die Person, der Ihre Gattin dieses Collier übergeben hat, mir nicht bekannt war. Jetzt muss ich Sie ersuchen, meine Verkaufsräume unverzüglich zu verlassen. Ihr ungebührliches Auftreten ist meinem Hause nicht angemessen. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Was machen Sie denn jetzt, Herr Briegel? Herr Briegel, Sie gehen doch besser mit uns. Darf ich bitten? Meine Herren, ich vermute wohl nicht zu Unrecht, dass es Ihre Aufgabe war, diesen Mann wieder einzufangen. Und das ist einzufangen. Ich muss allerdings anmerken, dass ich mich durch das ungebührliche Auftreten dieses Mannes wohl nicht zu Unrecht bedroht fühle. Ich habe überhaupt nicht bedroht. Was Sie zu sagen haben, könnt ihr uns alles auf dem Revier erzählen. Leute, gibt es heutzutage schrecklich, schrecklich. Fallen bitte nur ein Weißbier, ja? Na, tun. Ja, schon. Nach dem anstrengenden Doktor habe ich es wirklich verdient. Du, der Briegel tut mir eigentlich leid. Kino würde wahrscheinlich verkaufen müssen. Na, da wird ihm nichts anderes überbleiben, schau. Der muss das Halsband ersetzen. Kredit kriegt er sowieso nirgends mehr. Ja. Und so weiter und so fort. Wenn der bloß nicht so besoffen gewesen wäre, wäre mir das alles nicht passiert. Da siehst du, was der Alkohol aus einem Menschen machen kann. Na, ihr müsst mir wohl einen Appetit verderben, gell? Aber ich schlaf ja nicht. Ich nehme eine Mahlzeit zu mir. Außerdem. Der Briegel war geschäftlich so verschuldet, dass ich schon fast glaube, er hat es absichtlich gemacht. Aber eigentlich prima, wie schnell wir die ganze Sache geklärt haben, wenn man so überlegt, nicht? Der Banninger würde allerdings sagen, Rachel, das Ganze ist mir ein bisschen zu einfach. Wahrscheinlich. Dann würde er anfangen zu kombinieren und nach seinen unsterblichen Methoden arbeiten. Genau. Und dann würde er drauf kommen, dass der Briegel es ganz bestimmt nicht war. Denn die Tatsache, dass alles gegen ihn spricht, spricht schon wieder für ihn. Dann würde er überlegen, die ganze Sache hat jemand anderer eingefädelt, um den Briegel ins Haus zu wischen. Das ist jetzt wieder ein Schmarrn. Nein, nein, ich sag ja nur, wie der Banninger kombinieren würde. Pass auf. Die Frau vom Briegel hat ein Verhältnis mit dem Kugler. Und das Ganze hat sie eingefädelt, damit sie in Lampen los wird und der Kugler auch noch das Kino kriegt. Passt nicht? Wirst lachen. Der kriegt's auch. Der hat nämlich das Vorkaufsrecht. Was? Wer sagt das denn? Der Kugler selber? Böschel, weißt du, was ich glaube? Ah, Herr Banninger. Grüß Gott. Jetzt mit dem Quatsch. Schau doch. Ach, da ist er, ja. Grüß Gott. Dankeschön. Ja, sagt's einmal.
Habt ihr euer Büro jetzt ins Wirtshaus verlegt? Ja, wir sind mitten bei der Arbeit, Herr Wernicke. Ja, nur wieder. Alles, was wir Ihnen jetzt erzählt haben, haben wir vom Kugler und seiner Frau. Also, was die anderen Beteiligten gesagt haben, das kann man ja gleich vergessen. Die waren ja nach 12 gar nicht mehr zurechnungsfähig. Und dass der Briegel glaubt, dass es gewesen sein hat, das sagt ja gar nichts. Das kaufe ich ihm sowieso nicht ab. Dass einer sich an nichts mehr erinnert, das gibt's doch gar nicht. Ach so. Ja, weißt du denn nimmer, wie du vor 3 Jahren am Tag nach dem Vatertag mit einem blauen Auge ins Büro gekommen bist? Und hast nicht einmal mehr gewusst, dass du in der Nacht gerauft hast? Toni. Naja, aber ich meine, Herr Warninger, zusammenpassend würde es. Der Kugler hat die Sachen gestohlen, dann hat er den Briegel nach Hause gefahren und zusammen mit der Frau Briegel den Hund versteckt. Und was meinen Sie? Ja, da könnte was dran sein. Also wenn da was dran ist, dann ist das letzte Bier, das ich trinke. Heid. Ja, ich würde sagen, den Eingang, den lassen wir, wie er ist. Aus dem Foyer, da machen wir die Bar. Die Disco, die kommt in den Kinosaal rein. Mit großer Anlage und so. Und Bühne vor allen Dingen, wenn wir Bands auftreten lassen. Ja, und den Keller machen wir Billard, Flipper und so, ne? Oder sehen Sie der Baupolizei irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, da sind zwar neue Bestimmungen rausgekommen, aber Sie haben ja unten sowieso schon Notausgänge. Ja, ja. Übrigens, Herr Kugler, was ist mit der Wohnung oben? Soll sie bleiben? Das heißt, da machen wir vielleicht meine Büroräume rein. Kein schlechter Gedanke. Dann bräuchte ich einen separaten Eingang für mich. Das wäre vielleicht am besten hier am Rückgebäude. Ist hinten noch ein Aufgang? Ja, da brauchen wir fast überhaupt nichts ändern. Wir schauen uns gleich mal an. Lösung. Vielleicht hier der Blickfang, der muss natürlich anders gemacht werden, anders gestaltet. Grüß Gott. Entschuldigung, ich suche die Frau Briegel. Sind Sie das? Ja. Gestatten Sie, Wanninger ist mein Name. Dr. Wanninger. Ich komme vom städtischen Gesundheitsamt. Gesundheitsamt? Ich bin aber nicht krank. Ja, schon möglich. Aber Sie haben doch mit dem Hund von der Frau Raab zu tun gehabt. Ja. Da sind Sie. Und der Hund hat das Disco-Fieber gehabt. Wohlgemerkt. Gehabt. Und jetzt hat er nämlich gar nichts mehr. Entschuldigen Sie bitte, er hat was gehabt? Das Disco-Fieber. Ja, das heißt so, weil es ein russischer Arzt namens Disco entdeckt hat. Ja, und was ist das für eine Krankheit? Ja, eigentlich eine sehr seltene, aber sehr gefährliche Krankheit. Ja, darum muss ich allen Kontaktpersonen, die mit dem Hund in Berührung gekommen sind, Vorsorgetabletten verabreichen. Wenn Sie natürlich nur mit der Frau Briegel, na, dann macht das nichts. Bitteschön, es muss sein. Reicht das denn? Ja, vorläufig schon. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wie zeigt sich die Krankheit? Ich meine, die Symptome, wie ja, ist das? Beim Menschen ist das so, gell? Der fängt an zu zittern, wird sehr blass. Die Pupillen, die erweitern sich und dann kriegt er rote Flecken im Gesicht. Aber das dauert nicht lang. Ja, und was kommt dann? Ja, dann kommt nichts mehr, denn dann ist er normalerweise tot. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Und wie hat er geschaut? Saudumm hat er geschaut. Ja, das ist Kontaktperson ersten Grades, kann man sich ja nicht verdenken, gell? Freilich. Und so gern er auch nichts. Ich glaube, das wäre eine ganz lustige Vernehmung. Ja. Glaubst du, ich komme? Aber wir gehen nicht. Ja, Herr Kugler, grüß Gott. Auch von Ihnen nicht. Was haben Sie denn? Sie schauen gar nicht gut aus. Nehmen Sie doch ein bisschen Platz, bitte. Was meinen Sie denn damit? Ja, so dürfen Sie sich die Sache nicht zu Herzen nehmen. Herr Kugler, wie ich Ihnen bereits sagte, wir sind der Annahme, dass Sie auf der Heimfahrt nach dem Spielabend bei Herrn Raab das Stoppschild gegenüber dem Anwesen des Herrn Raab angefahren und beschädigt haben. Geben Sie es zu. Ich hab's heute einen größeren Blödsinn gehört. Moment. Ich muss doch sehr bitten, Herr Kugler. Ich war an dem besagten Abend vollkommen nüchtern. Bin ohne Schwierigkeiten nach Hause gefahren und habe von diesem ominösen Verkehrsschild überhaupt nichts bemerkt. Umso schlimmer. Jedenfalls sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich wegen solch einer Bagatelle aufs Präsidium geschleppt wäre. Warum schaue ich übrigens schlecht aus? Ein bisschen blass im Gesicht. Ja, bringen wir es mal hinter uns. Sie sagen also, Sie waren bis um 4 Uhr bei Herrn. Oh Gott, das ist wie eine Kugel. Mein Kollege hat ja recht, Sie sehen ja ganz blass aus. Ist Ihnen nicht gut? Na, ist ein bisschen nervös, nicht wegen dem Verkehrsschild. Soll ich eine Beruhigungstablette holen? Ja, bitte. Lieber Himmel, Herr Kugler. Na, Wilhelm, dann wundert doch mal Sie nicht. Also, wenn das nichts nützt, dann
müssen wir doch den Doktor holen, was? Aber bei leichteren Sachen helfen die Dinger immer. Ja, ach Gott, so schlimm war das mit dem Schild gar nicht. Sind Sie beide denn auch gegen diese Hundekrankheit behandelt worden? Ja, natürlich. Verständlich, bei der Gefährlichkeit der Sache nicht. Eben. Aber Sie haben ja ein Riesenglück gehabt, dass Sie, also in der Villa haben Sie doch den Hund nicht berührt. Das war Ihr Glück. Ja, das. Woher wollen Sie denn das wissen? Na, Frau Raab lässt doch keinen hin. Das war ein solches Glück, Herr Kugel. Eben. Ja, aber es ist besser, Sie holen doch den Arzt. Sollen wir doch. Ja, Moment, ja. Bitte. Na ja, wird schon wieder, Herr Kugler. Keine Sorge. Schau mal, ja. Ja, Herr Doktor, hier ist Fröschel. Ja. Sie, wir hätten da jemanden, dem ist nicht so ganz gut. Könnten Sie da. Ah, das ist gut, in 2 Minuten. Ja. Danke, Herr Doktor, in 2 Minuten. Wunderbar. Kommt gleich. So, Wilhelm, gleich haben wir es. Hier muss es sein. Sind Sie etwa die Frau Raab? Ja. Ich wollte wissen, wer hier das Gerücht verbreitet hat, mein Wilhelm sei nicht gesund. Psst, ganz ruhig. Was erlauben Sie sich? Ja, Sie können jetzt da nicht hinein. Warum nicht? Ja, wegen Ihrem Hund. Der darf nämlich gar nicht mehr leben. Was? Ja, hat mir Ihnen nichts gesagt? Nein. Ach, du armes Hund. Lassen Sie meinen Hund in Ruhe. Was war das? Hat der nicht der Hund gebellt? Was? Wie bitte? Natürlich. Ich hab nichts gehört. Hast du was gehört? Ja, ich auch nicht. Sind ja ganz schön nervös, Herr Kugler. Sie hören ja schon Hunde bellen, wo gar keine sind. Herein. Habe die Ehre. Ah, grüß Gott, Herr Doktor. Herr Doktor. Ach, Sie sind der Patient. Na, wo fehlst du? Ich glaube, ich habe das Discofieber. Aber nein, Herr Kugler. Herr Kugler, das geht doch gar nicht. Sie haben doch den Hund gar nicht berührt. Aber ich kann mich doch irgendwie angesteckt haben. Also, Herr Kugler, wenn Sie den Hund nicht direkt berührt haben, na, dann können Sie ihn nicht angesteckt haben. Also, sehen Sie, beruhigen Sie sich doch. Na, und wegen der paar roten Flecken. Was denn für Flecken? Na ja, die kommen wahrscheinlich von der Nervosität. Also wirklich nichts Ernstes. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen, Herr Doktor, danke. Herr Kugler, Sie waren wie lange im Hause Raab? Was? Wie bitte? Kommst du noch? Winde! Na, den Arzt! Aber was haben Sie denn, Herr Kugler? Ihnen fehlt doch überhaupt nichts! Ich hab doch das Discofieber! Aber Sie haben doch gehört, das geht gar nicht! Es ist sogar so, dass das Mittel unheimlich gefährlich ist, wenn man es nimmt und man hat Discofieber. Ja, damit. Ja. Ich hab ihn berührt. Was? Das bilden Sie sich ein. Ich hab den Hund berührt. Wann denn? Ich hab ihn gestohlen. Aber Sie machen doch Spaß, Herr Kugler! Ich hab den Hund gestohlen, glauben Sie mir's doch, bitteschön! Und jetzt. Holen Sie den Arzt zurück. Was für ein Arzt? Der Wanninger war in seinem Leben noch nie Arzt. Nee. Aber Sie haben uns ein wunderbares Geständnis geliefert, Herr Kugler. Danke. Ja.